Linguistik in 60 Sekunden. Nummer 43. Was versteht die Konstruktionsgrammatik unter einer Konstruktion? Konstruktionen sind sprachliche Einheiten aus Zeichen, die sowohl Morpheme als auch ganze Sätze sein können. Wichtig ist, dass Konstruktionen aus zwei Teilen bestehen, ihre Form und eine Bedeutung. Man kann sagen, dieses Form-Bedeutungspaar bildet eine symbolische Einheit. Adele Goldberg hat 1995 definiert, dass Form und Inhalt dieser sprachlichen Einheiten nicht aus der Bedeutung ihrer Teile ermittelbar oder aus anderen Konstruktionen ableitbar sind. Folglich gilt auch noch die Eigenschaft, dass sie aus einer Konvention heraus zusammengehalten werden. Außerdem sagt Goldberg, dass Konstruktionen kognitiv verfestigt sind, das heißt, als eine mentale Einheit in uns repräsentiert, abgerufen und verarbeitet werden. Beispielsweise besteht Weberknecht aus zwei Substantiven, aus deren einzelnen Bedeutungen man nicht auf die Bedeutung der Konstruktion folgern könnte.